Vor genau 100 Jahren, am 15. November 1923, wurde die Rentenmark eingeführt. Sie beendet das vielleicht prägendste Kapitel in der deutschen Währungsgeschichte, die Hyperinflation. Wir schauen zurück auf die dramatischen Ereignisse damals und fragen uns, wie weit sind wir heute eigentlich von einer Währungsreform entfernt? Herzlich willkommen im Flossbach von Storch Research Institute. Mein Name ist Marius Kleinheier und zusammen mit unserem Gründungsdirektor Thomas Meyer reden wir heute über die Rentenmark und natürlich die Frage, was uns die Rentenmark heute noch erzählen könnte. Thomas, herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn wir über die Hyperinflation und dann natürlich die Rentenmark reden, dann sprechen wir immer davon, das war so der Auslöser für die deutsche Stabilitätskultur. Jetzt sind wir heute wieder in einer Phase der Inflation angekommen. Ist die Hyperinflation nach wie vor noch so prägend für die Deutschen oder ist die eigentlich schon vergessen? Nein, ich denke, die ist schon sehr, sehr prägend. Das ist irgendwie so ein genetisches Gedächtnis, das da drin ist. Zumindest die Älteren haben dann von ihren Eltern oder Großeltern Erzählungen gehört, wie das war in der Hyperinflation. Die Auswirkungen der Hyperinflation auf die Gesellschaft waren gravierend. Es gibt ja diese wunderschöne Beschreibung von Stefan Zweig, wie verrückt die Zeit war. Das war nicht nur ökonomisch, das war politisch. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass nichts Deutschland so hitlerreif gemacht hätte wie die Hyperinflation, weil das Bürgertum, das mittelständische Bürgertum, das wurde dort praktisch enteignet, weil diese Leute, die hatten weniger Realwerte, weniger Sachwerte, also wenig Land, wohnten vielleicht zur Miete, hatten keine Häuser. Und wenn man Häuser hatte, war es übrigens auch nicht gut. Denen zerfloss sozusagen das Vermögen zwischen den Fingern, die verarmten und diese Erosion des deutschen Mittelstands, die in den frühen 20er Jahren stattfand, in der Hyperinflation, vor allem dann 22, 23, diese Erosion des Mittelstandes, war natürlich auch ein wesentlicher Faktor, warum die Nazis dann an die Macht kommen konnten. Ja. Da war irgendwie eine stabilisierende Mitte, war einfach nicht mehr so stark da. Also wenn wir uns den Zeitpunkt anschauen, zu dem die Rentenmark eingeführt wurde, 1923, da ist der Wechselkurs von einem Dollar zu 4,2 Billionen Mark. Da fragt man sich natürlich, wie kommt es überhaupt so weit? Da müssen doch bis dahin verschiedenste Stoppschilder mit Vollgas letztendlich vorbeigefahren sein. Ja und nein. Auf der einen Seite hat die Reichsbank, damals geleitet von ihrem Chef Havenstein, die hat die Stoppschilder nicht gesehen. Die waren sich auch gar nicht richtig bewusst, dass da ein Zusammenhang stand zwischen ihrer Geldpresse und der Inflation. Havenstein dachte, womöglich sei es der fallende Wechselkurs, der die Inflation anheizte. Und weil die Inflation so hoch war, war die Geldnachfrage so hoch. Deshalb musste er so viel drucken. Hm. Also an vielen ging es vorbei, an ihm ging das Ganze vorbei. Andere Leute haben das aber schon gesehen und haben mehr oder weniger im Verborgenen daran gearbeitet, ein System zu bauen, das dann die Währung wieder stabilisieren konnte. Und so entstand dann die Idee, dass man eine gedeckte Währung wieder bräuchte. Man war ja gewöhnt an eine goldgedeckte Währung. Das existierte ja vor dem Ersten Weltkrieg. Dann im Krieg wurde die Goldanbindung der Reichsmark aufgegeben. Man musste ja den Krieg finanzieren. Das hat man über die Druckerpresse gemacht. Danach hatte man kein Gold. Man kam nicht mehr zurück auf den Goldstandard, denn wenn ich kein Gold mehr habe, weil das ja auch wegen Reparationen ans Ausland bezahlt werden musste, konnte ich keinen Deckungsstock mehr finden. Aber gleichzeitig drehte diese Papierwährung hohl. Ne? Also das war die
flog dann praktisch so in die Luft. Und da suchte man dann nach anderen Deckungsmöglichkeiten. Und dann fand man eine Deckungsmöglichkeit, indem man als Deckungsstock Hypotheken auf Land nahm. Das war dann auch gut zu vermitteln, dass das werthaltig wäre, denn Land war ja natürlich in jedermanns Kopf als eine wertbeständige Sache. Das wurde ja in der Hyperinflation jetzt nicht entwertet. Im Gegenteil, in Reichsmark gerechnet stiegen die Landpreise ins Astronomische. Also das war ein fassbarer Deckungsstock und die Hypotheken darauf, die konnten auch nicht beliebig vermehrt werden. Es gibt ja nur so und so viel Land, das lässt sich ja nicht wie die Papiermark aus mit der Druckerpresse immer mehr inflationieren. Also dachte man, da kann man ja jetzt eine Bank gründen, die hieß dann die Rentenbank. Diese Bank bekam diese Forderungen auf die Landeigner. Teilweise waren die auch, sagen wir mal, nicht ganz so juristisch fest. Manche sagen, war es auch ein bisschen Fiktion dabei, dass diese Forderungen da also rechtsfest festgezurrt waren. Aber die hatte dann diese Forderungen über die Hypotheken auf dieses Land. Und gegen diese Hypotheken, gegen diese Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz, konnte man auf der Passivseite dann eine neue Währung emittieren. Die wurde dann Rentenmark genannt. Die Rentenbank kam im August 23, dann war die fertig, war die operational. Und am 15. November gab es dann die Rentenmark, die parallel übrigens zur Reichsmark. Natürlich soff die Reichsmark gegenüber der Rentenmark dann ab. Die Leute dachten, na, das ist doch was Gutes, da kann ich doch einen sicheren Grund erreichen, ja, in dieser Papierflut. Das muss man sich vorstellen. Die Banknoten werden ja überdruckt. Man kann es heute noch sehen in alten Banknoten. Aus dieser Papierflut kann ich mich befreien. Also die tauschen ihre Papierreichsmark dann begierig gegen diese Rentenmark. Und ein paar Tage später, am 20. November, fixierte man dann den Wechselkurs zwischen der Reichsmark und der Rentenmark zum Kurs von eine Reichsmark ist gleich eine Billion. Umgekehrt, eine Rentenmark ist gleich eine Billion Reichsmark. Das hat aber doch auch wahnsinnige Verteilungseffekte. Also die Inflation hat Verteilungseffekte, ja. Das ist schon genannt. Aber wenn ich so einen Schnitt mache, dann habe ich doch wieder das Problem, dass dann die entsprechenden Schuldner und Gläubiger Gewinner und Verlierer sind. Ja, also man muss natürlich sagen, dass die eigentliche Umverteilung durch die Hyperinflation kam. Da wurden eben die Gläubiger enteignet, die Schuldner quasi schuldenfrei. Berühmtes Beispiel der industrielle Hugo Stinnes, der also da einen unheimlichen Vermögenszuwachs erfuhr, weil seine Schulden über Nacht praktisch wertlos waren. Und durch diesen Schuldenschnitt der absolut große Gewinner, und das war auch ja, so gedacht, war das Deutsche Reich. Ja. Die Reichsschulden, die gingen ja in die Trillionen, also astronomisch, so viel Nullen, dass man es gar nicht mehr wirklich so richtig im Griff hatte. Und durch diese Umstellung sank die Reichsschuld dann, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so auf etwa 190 Millionen. Also minimal im Vergleich zu dem, was da vorher stand. Und übrigens war dann dieser, du hattest das ja auch gesagt, zum Wechselkurs zum Dollar, der zuständige Währungskommissar damals, Hjalmar Schacht, der wartete da ab, bis der Kurs der Reichsmark 4,2 Billionen zum Dollar war. Und dann sagt er, zack, jetzt sind wir wieder dabei, jetzt schließen wir das zusammen. Jetzt ist also eine Rentenmark, diese 4,2 Billionen Reichsmark. Und da kam dann wieder der alte Wechselkurs zurück. 4,2 Rentenmark sind gleich ein US-Dollar. Und das war der Wechselkurs, der für die Goldmark vor dem Ersten Weltkrieg schon existierte. Also es war eigentlich ein unheimlicher Coup, ja, über diese Methode auf eine etwas andere Weise zu einem quasi Goldstandard wieder zurückzukommen, ohne dass man das Gold hatte. Also es war schon genial. Das Geheimnis liegt ja letztendlich in der Deckung.
und natürlich in das Vertrauen in die Deckung. Jetzt hast du gerade gesagt, ich glaube, das ist ganz interessant, dass die Leute ja eigentlich diese freidrehende Papiergeldwerbung auch noch gar nicht so lange hatten. Heute sind wir ja umgekehrt gewöhnt, dass wir ein Geld ohne Deckung haben. Waren die Leute damals auch viel schneller eigentlich noch in dem Mindset drin, natürlich muss richtiges Geld auch gedeckt sein? Also ich glaube, es war einfach das Ausmaß der Inflation. Das ging also über jede Vorstellung. Man fing ja an mit der Papiermark im Krieg, als man die dann zum Finanzierungsinstrument für die Kriegsausgaben einsetzte, da stieg die Inflation auch. Ne? Und die war dann in den Kriegsjahren, da bewegte man sich so um die 30% ja. Jahresrate. Auch schon viel. Auch schon viel. Also die hatten da auch schon, die Leute hatten dann auch schon ein gewisses, ja, würde ich mal sagen, Bedenken gegenüber die Währung, aber da wurde auch noch rationiert und alles. Also es war nicht so klar. Aber dann nach dem Krieg, da drehte sich das System sozusagen völlig aus dem Ruder. Und ich denke, es war tatsächlich diese wahnsinnige Geldentwertung, ne, sodass man zum Teil mit Millionen Banknoten sich die Zigarette anzündete oder das einfach wegwarf. Es gibt ja auch so Bilder, da nutzte man das auch so als Notbehelf zum Tapezieren. Es war einfach nichts mehr wert. Das hat natürlich den Weg bereitet zur direkt freudigen Annahme, ja, zu dieser Willkommenskultur, könnte man sagen, für eine harte Währung. Gravierend haben wir das natürlich nicht gesehen bisher, aber es gibt ja schon interessante Parallelen zwischen der Zeit damals, 1923, und der Zeit in der Pandemie. 1923 hatte man ja auch Lockdowns. 1923 war der Ruhrkampf. 2020, ja. Da hatte man ja da auch Lockdowns, da gab es ja den sogenannten Ruhrkampf, die französischen Truppen verstärkt mit belgischen Soldaten besetzten das Ruhrgebiet, um Reparationszahlungen zu erzwingen, die mussten in Kohle geleistet werden, man war ein paar Millionen Tonnen zu kurz in den Lieferungen, wollten das erzwingen, das Deutsche Reich rief zum passiven Widerstand auf, zur Niederlegung der Arbeit in den Kohleminen, aber auch bei den Eisenbahnern. Also es war quasi so eine Art Lockdown, die dann im Ruhrgebiet stattfand. Und während dieser Lockdown-Zeit hat man natürlich die Leute entschädigt, die davon betroffen waren. Da man kein Geld hatte, hat man es gedruckt. Und da entstand dann dieses gigantische Inflationspotenzial. Und wenn man da mal so die Parallelen sieht, ist es schon natürlich auf einem anderen Niveau, aber gibt es da also schon gewisse Ähnlichkeiten. Man hat ja auch in den Pandemiejahren, also vor allem 2020, auch dann auch später, die Leute nach Hause geschickt, dass sie zu Hause bleiben, hat sie aber kompensiert für den vergangenen, entgangenen Lohnausfall, die Unternehmen für den entgangenen Gewinnausfall, wie während des Ruhrkampfs. Da der Staat auch nicht gespart hatte, wie damals, musste er sich das Geld beschaffen. Man wollte das nicht auf dem Kapitalmarkt aufnehmen, weil man Angst hatte, die Zinsen würden zu stark steigen. Also hat man es arrangiert, dass die Zentralbanken diese Staatsanleihen aufgekauft haben, wurde natürlich geldpolitisch erklärt, diese Staatsanleihen aufgekauft haben, die der Staat zusätzlich emittiert hat, um dann die Kompensationszahlungen an die Leute zu finanzieren. Und da blähte sich die Geldmenge auch auf. Glücklicherweise nicht in dem Ausmaß wie in den 20er Jahren, aber sie blähte sich auch gewaltig auf. Insofern ist es schon, man muss beinahe sagen, ja, erstaunlich. Man sollte ja nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien verfallen. Aber von der Struktur her hat sich die Geldpolitik und die Finanzpolitik von 1920 bis 1923 ganz ähnlich entwickelt, nur natürlich auf anderem Niveau, wie von 2020 bis 2023. Da fragt man sich schon, ja, hat da irgendjemand daran gedreht, dass sich das so wiederholt? Wahrscheinlich nicht, die äußeren Umstände sind natürlich auch immer entscheidend. Die waren damals extremer. Trotzdem natürlich schon die Frage, sind wir, was das Management von Geld angeht, heute klüger als damals?
oder kann uns natürlich auf einem anderen Niveau einfach die gleichen Fehler nochmal passieren und sind wir dann tatsächlich auch nochmal in unserer Lebenszeit in der Situation, dass wir eine Geldreform brauchen? Also wenn man sich das so anschaut, was die für Probleme hatten und wie kreativ die Leute damals waren zur Lösung der Probleme, muss man sagen, dass die schon recht klug waren. Ich sehe nicht, dass unsere heutigen Geldpolitiker da viel klüger wären. Der Unterschied ist natürlich, dass die Probleme damals so viel größer waren. Da musste man jetzt schnell was finden. Man sah ja, es geht so nicht weiter. Und dann kam man schon mit klugen Lösungen. Heute denkt man, man kann sich noch weiter hangeln. Also man fängt das ganze Problem wieder ein. Wir alle haben gesehen, die Inflation ist da, aber jetzt scheint sie sich wieder ein bisschen zu beruhigen. Da kann man also hoffen, dass das alles wieder verschwindet. Alle beklagen, wie hoch die Staatsschulden sind. Aber sie sind halt noch nicht so hoch, dass man das Gefühl hat, der Staat wird finanziell komplett handlungsunfähig. Also man denkt immer, man könne es noch, heute denkt man noch, man könne es einfangen, weil eben der Problemdruck deutlich geringer ist heute. Es braucht eben diesen unheimlich großen Problemdruck, damit man dann zu, Modewort, nachhaltigen Lösungen kommt. Heute hat man diesen Problemdruck nicht und deshalb denkt man, man könnte sich immer noch durchwursteln. Man käme wieder mit kleinen, graduellen Maßnahmen, kleinen Schritten wieder zurück auf stabilen Grund. Aber zumindest die Idee, dass man auch in absehbarer Zeit mal einen größeren Schuldenschnitt bräuchte, der ist ja schon sehr viel akzeptierter. Also ich würde mal so sagen, einige Ökonomen machen sich Gedanken darüber. Man kann das vielleicht in ökonomischen Konferenzen äußern, aber das ist noch lange nicht in den Politikbereich eingedrungen, dass die Situation mittel- und längerfristig eigentlich nicht haltbar ist. Wenn man sich die Verschuldung anschaut, nehmen wir mal das Beispiel Deutschland, wo der Schuldendienst jetzt gewaltig wird. Wir kommen ja von weniger als 4 Milliarden Schuldendienst im Bundeshaushalt auf knapp 40, also ungefähr eine Verzehnfachung. Wenn man sich anschaut, was da noch weiterkommt, ja, wenn die Zinsen jetzt, wie sie in den letzten Wochen und Monaten zu sehen war, nach oben gegangen sind, was da noch sich weiter aufbaut, was sich weiter aufbaut durch die Zusatzverschuldung, die man jetzt macht, die nicht notwendigerweise im Bundeshaushalt ist, sondern in den sogenannten Sondervermögen, was ja eigentlich Sonderschuldentöpfe sind. Was sich da aufbaut, wird einen enormen Druck ausüben. Und dann natürlich die ganzen Rentenversprechungen auf doppelte Haltelinie. Auf der einen Seite sollen die Abgabe nicht mehr als 20% des Lohnes ausmachen. Auf der anderen Seite sollen die Rentner nicht weniger als 40% des vergangenen Durchschnittslohns kriegen. Da zeigen die Rechnungen ganz klar, dass der Zuschuss zur Rentenversicherung immer weiter wächst, nicht? Und dass Mitte dieses Jahrhunderts etwa die Hälfte des Bundeshaushalts komplett an die Rentenversicherung geht. Das heißt, es sind alles Entwicklungen, die wir da sehen, die sind nicht nachhaltig, die kann man nicht längerfristig durchhalten. Man sieht, dass man da an die Wand fährt, aber der Unterschied ist, damals ist man mit Karacho gegen die Wand geprallt und jetzt sitzen wir so in Zeitlupe, ne? Fahren wir gegen die Wand und einige sagen dann, oje, das geht nicht gut aus. Ja? Aber man sagt, naja, es läuft ja noch. Das ist diese alte dumme Geschichte von dem Menschen, der aus einem 40-stöckigen Hochhaus fällt und am 20. Stock sagt er sich, also bisher ist ja noch alles gut gegangen. Okay, gut, wir haben, wenn wir uns mal sozusagen die Reformideen unserer Zeit anschauen, dann ist eigentlich die gravierendste Geldreform die Etablierung des Bitcoins. Die wurde allerdings von vielen, gerade auch von Zentralbanken, eher kritisch begleitet. Gleichzeitig wird aber jetzt in Projekten auch an einer Digitalwährung gearbeitet. Ist das nicht schon ein innerer Widerspruch? Ja, es ist eine interessante Konstellation, würde ich sagen. Also Bitcoin entstand ja eigentlich aus der Erkenntnis, dass mit unserem bestehenden Fiat-Kreditgeldsystem, das ja 1971 auf die Welt kam, eigentlich als Richard Nixon die Anbindung des Dollars zum Gold brach, dass unser Fiat-Kreditgeldsystem inhärente Probleme hat. Es lädt natürlich zur Verschuldung ein.
Und es lädt natürlich den Staat auch ein, sich kräftig zu verschulden, denn er kann ja immer eine willige Zentralbank finden, die das Geld für ihn dann druckt. Und das führt aber auch dazu, dass sich der Privatsektor überschuldet, dass sich Banken überschulden, Menschen überschulden. Und das führte ja dann 2007 und 2008 zur Bankenkrise. Und da kam dann eben diese Idee von diesem Anonymous Satoshi Nakamoto: Wir brauchen eine Geldreform, wir brauchen etwas anderes. Das ist schon genial. Ne? Man hat natürlich auch in den 20er Jahren gedacht, wir brauchen ein anderes Geldsystem. Was Satoshi Nakamoto, er, sie oder die, da gemacht haben, war ja nicht nur eine Analyse, eine Fehleranalyse, sondern die kamen ja mit einer Lösung. Das war ja gigantisch. Und eine Lösung, die bisher funktioniert, also technisch funktioniert. Soweit ich weiß, hat es noch niemand geschafft, den Bitcoin-Algorithmus zu knacken. Und das Ding wurde schon so oft totgesagt, aber es gibt es immer noch und es hat immer noch beträchtlichen Wert. So, also da entstand schon was, das dann zu vielen anderen Coins geführt hat. Einige wollten das nachmachen, manche haben das besser gemacht als andere. Es gibt jetzt also noch so ein paar große, die interessant sind. Eines davon ist natürlich Ether von dem Ethereum-System, das auch sehr beachtlich ist. Und dann kam vor ein paar Jahren kamen welche auf die Idee, private Unternehmer auf die Idee, sie könnten das ja auch tun. Ne? Das war das berühmte Projekt Libra von damals Facebook, heute Meta. Die Idee war ja, dass man dann als Alternative zu den vielleicht etwas wackeligen Fiat-Kreditgeld-Staatswährungen, dass man eine private Währung macht, auf die sich der Nutzer stützen kann. Und wenn man sich das so überlegte, Facebook mit seinen Milliarden Nutzern, dann war noch angeschlossen in dieses Konsortium, dieses Libra-Konsortium, Visa, PayPal. Mhm. Da hatte man auf einmal einen potenziellen Kundenkreis von 2,5 Milliarden Leuten, größer als jede, also Kundenkreis jeder Staatswährung. Ja, da kommt ja keiner ran. Hat sich aber noch nicht durchgesetzt. Ja, und da reagierten natürlich die Staaten und die fanden das ja alles andere als lustig, dass da jemand ihr Währungsmonopol herausforderte. Und man hat dann dieses Projekt systematisch kaputt gemacht, man hat es schlecht geredet, die Banker haben es schlecht geredet, weil das ja ist auch für sie eine starke Herausforderung. Die Regulierer haben dieses ganze System, übrigens auch Bitcoin, in Richtung Kriminalität geschoben. Also man hat es eigentlich kaputt gemacht. Das ganze Projekt ist dann auch gestorben, die Leute haben sich dann da entfernt. Aber der Schreck war so groß damals, dass die Zentralbanken anfingen, selbst sich zu überlegen, wie sie ihre Papierwährung auf Kryptowährung umstellen können. Daraus entstanden dann diese Projekte, die unter diesem Kürzel CBDC, Central Bank Digital Currency, zusammengefasst werden. Man dachte, man muss da präsent sein. Das kommt, das ist eine Technik, die kann ich nicht wieder wegerfinden oder ich kann es auch nicht verbieten. Das kommt von irgendwoher und sie mussten da auch Player sein. Und jetzt sind wir ja so weit, dass dieses Jahr das Europäische Parlament und die Europäische Zentralbank die Vorbereitungen für den digitalen Euro jetzt ernsthaft begonnen haben. Also der Startschuss ist jetzt abgegeben worden und innerhalb von 2 Jahren soll das Ding dann tatsächlich da sein. Wo liegt da jetzt genau der Vorteil, wenn ich Zentralbankgeld jetzt digital zur Verfügung habe? Ich kann ja, wenn ich jetzt mal als Online-Banking-Kunde ja auch quasi digital schon Geld nutzen. Das ist doch eigentlich gar kein Unterschied, oder? Im Grunde genommen, so sehe ich das zumindest, sind diese CBDCs, die Central Bank Digital Currencies, der Versuch der Kryptowelt so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es sind ja eigentlich sind die nicht echt in dem Sinne, wie die Kryptowelt sich Währungen vorstellt. Insbesondere Bitcoin war ja die Vorstellung, dass man das Geld nicht über Verschuldung in die Welt kommt, sondern Geld sollte aktiv in die Welt kommen, also als Aktivum, als Asset. Das war ja auch die Anlehnung Bitcoin an Gold. Ja, Gold wird aus der Erde gebuddelt. Bitcoin wird elektronisch geschürft, es wird nicht über einen Schuldenkontrakt erzeugt.
Diese CBDCs sind eigentlich Fortsetzungen des Fiat-Kreditgeldsystems, und zwar bedingte Fortsetzungen des Fiat-Kreditgeldsystems mit etwas anderen Mitteln. Es ist kein Systemwechsel da beabsichtigt. Im Gegenteil, man möchte den Herausforderungen des Systems den Wind aus den Segeln nehmen. Nehmen wir den digitalen Euro. Inzwischen hat sich abgezeichnet, die EZB hat es in ihrem im Oktober jetzt, diesen Monat, veröffentlichten Paper spezifiziert, die Wallet Size, also das, was ich da haben kann, soll strikt limitiert sein. Die Rede ist, das ist noch nicht final, aber das ist die Rede davon, von 3000 Digital Euros. Da weiß man jetzt nicht pro Wallet oder pro Person, das wird sich alles noch zeigen. Es sollen Unternehmen sollen gar keinen Zugang haben zu dieser Sache. Und man holt sich dann diese Digital Coins unter anderem einfach von seiner Bank. Also wenn ich dann zum Geld holen gehe, zum Zentralbankgeld holen gehe, zu meiner Bank, da kann ich dann, statt dass ich mir die Papierscheine aus dem Automat rauslassen, kann ich bis zu einem gewissen Betrag dann Digital Euros in mein Wallet laden lassen. Also es ist nur sozusagen ein bedingter Zusatz zum existierenden Fiat-Kreditgeldsystem. Du bist doch eigentlich, neben natürlich der dem technologischen Fortschritt, der dahinter steht, immer die entscheidende Frage, wie knapp ist Geld und wer bestimmt über die Knappheit? Ja, absolut. Und beide Fragen werden ja bei dem jetzigen Zentralbankgeld beziehungsweise bei dem Digital Currency eben nicht grundlegend geändert. Ja. Wie könnte man denn diese technologische Revolution dazu nutzen, das wieder Politik unabhängig aufzustellen? Also wieder mehr in Richtung einer goldgedeckten oder einer Rentenmark, also wieder mehr in diese Frage an einen Sachwert anbinden. Geht das? Also ursprünglich wollten die Kryptowährungsleute ja das andere System komplett verdrängen. Na, dann hätte sich das irgendwie aufgelöst. Das wäre so vielleicht so dieses Modell Reichsmark-Rentenmarkt auf kleiner Flamme gewesen. Es gibt aber auch, könnte man sagen, die Möglichkeit, einen geordneten Übergang zu schaffen, der auch noch den Vorteil hätte, dass der Staat seine Staatsschulden sozusagen stilllegen könnte. Das ist eine alte Idee, der sogenannte Chicago-Plan aus dem Jahr 1933, wo Ökonomen im Umfeld der Universität Chicago der Roosevelt-Regierung vorschlugen, dass man doch dieses wackelige Fiat-Kreditgeldsystem, damals war es nur Kreditgeldsystem, es war ja an den Dollar gebunden, also noch nicht komplett frei, aber es war wackelig genug, dass man dachte, man sollte es vielleicht reformieren, und sie meinten, man sollte die Fähigkeit der Banken, sollte man abschaffen, Geld über Kreditvergabe zu schaffen. Man sollte denen praktisch einen 100-prozentigen Reservesatz auferlegen. Dann hätten sie zwar Kundengelder zu verwalten, Überweisungen und so weiter durchzuführen, aber sie müssten das volldecken mit Zentralbankreserven, sodass sie selbst dann nicht mehr im Maschinenraum der Geldproduktion gewesen wären, sondern praktisch nur noch im Service, also als Kellner auf dem Deck des Dampfers. Und diese Reserven sollten gedeckt werden mit Forderungen an den Staat, also mit Staatsanleihen. Und da haben damals die Ökonomen schon durchgerechnet, wenn man dann die notwendigen Staatsanleihen auf der Bilanz damals der Federal Reserve festzurrt, dann kann man den Staat ganz, ganz wesentlich entschulden. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass man die Einführung eines digitalen Euros eben auch dazu verwendet, den Staat deutlich zu entschulden, zumindest die am Markt ausstehende Staatsschuld auf die Bilanz der EZB zu parken, einzufrieren, nicht nur zu parken, bei Parken fährt man irgendwann wieder weg, aber die würde dann permanent dort bleiben, diese Staatsschuld als Deckungsstock für den digitalen Euro. Man könnte sich vorstellen, dass dann über eine Art Algorithmus, das muss ja nicht unbedingt immer der Computer sein oder eine strikte Regel, sage ich mal, dass man da nur anhalb einer solchen strikten Regel die Geldmenge noch ausweiten kann,
Und dann hätte man eigentlich so eine Art Pendant zur Rentenbank geschaffen und eine Währung, die sich nicht mehr beliebig vermehren lässt, so wie es damals die Rentenmark war. Das ist natürlich etwas, was für viele Begünstigte des Systems große Einbußen bringen würde. Die Politik könnte sich nicht mehr Geld drucken lassen zur Finanzierung ihrer Ausgaben. Das war damals bei der Rentenmark so gewünscht. Ja. Die Regierung Stresemann hatte dann relativ schnell ein ausgeglichenes Budget. Das war ja beabsichtigt. Heute möchte man das nicht. Man würde den Banken die Fähigkeit nehmen, Kreditgeld zu schaffen und davon zu profitieren. Die Banken nennen das Zinsmarge. Man kann das aber auch ökonomisch Seniorage nennen, den Gewinn aus der Geldschöpfung. Das würden die verlieren. Die hassen das natürlich. Ne? Und insofern gibt es da sehr, sehr mächtige Gruppen, die das natürlich nicht wollen. Das hat übrigens auch schon die Volksabstimmung in der Schweiz über das Vollgeld gezeigt vor ein paar Jahren, wo eigentlich die Leute zunächst mal ganz offen waren für die Idee. Als dann aber die Schweizer Nationalbank rauskam und sagte, das könnte gefährlich werden, dann war es natürlich vorbei. Insofern kann man sagen, dass gegenwärtig der Leidensdruck einfach nicht groß genug ist, dass sich da eine starker Bedarf in der Öffentlichkeit nach einem solchen Systemwechsel artikulieren würde. Und das erlaubt natürlich denjenigen, die vom gegenwärtigen System profitieren, daran festzuhalten. Ja, okay. Aber dann eben auch nicht ewig. Wenn du jetzt eine Vorausschau wagst auf die nächsten 20 Jahre, wie wahrscheinlich würdest du eine Geldreform sehen und wie wahrscheinlich würdest du eine Geldreform in deinem Sinne sehen? Also fangen wir mal mit dem zweiten an. Eine Geldreform in meinem Sinne halte ich für nicht wahrscheinlich. Das würde zu viel Weitsicht der Verantwortlichen voraussetzen und das sehe ich momentan nicht, weil der Leidensdruck nicht so komprimiert ist. Mhm. Ja, das war ja 1923 war ja unvorstellbar, was da los war. Da musste man was tun. Es brauchte kreative Lösungen. Es war nicht klar, dass man das Jahr 24 irgendwie noch sehen würde finanziell. Ne? Und das ist dieses Mal anders. Von daher gesehen denke ich, dass diese Idee, die wir jetzt gerade diskutiert haben, über die du ja auch promoviert hast, der Chicago-Plan jetzt in diese Zeit transferiert, dass das wohl nicht kommen würde. Haben wir das mal auch in der Geschichte angeschaut? Große Schuldenschnitte, die dann auch mit Währungsreformen verbunden sind, die kommen in der Tendenz dann, wenn tatsächlich auch ein großer politischer Umbruch passiert ist. Die müssen nicht zusammen mit dem politischen Umbruch kommen, aber verbunden sein damit. Und das konnten wir natürlich 1924 sehen, 1923 sehen wir die Einführung der Rentenmark, denn das war ja die Antwort auf den Schlamassel, der aus der Zeit des Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg kam. Da konnte man sagen, die neue Regierung, die hat ja damit nichts zu tun, die arbeitet das jetzt auf. Ähnlich war es in 1948 mit der D-Mark. Die Bundesrepublik war ja ein ganz anderer Staat als das vorangegangene Deutsche Reich unter der Nazi-Herrschaft. Da konnte man sagen, hier, die haben so einen Schlamassel produziert, den müssen wir jetzt bereinigen. Also da kriegt man dann sowas hin, hoher Leidensdruck und eine politische Veränderung. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es keine politische Veränderung gibt und wenn auch der Leidensdruck nicht so kulminiert, in so eine Spitze erreicht, dann wurstelt man sich eher durch. Das wäre so, ich sage mal, etwas salopp und das ist sicherlich nicht eins zu eins übertragbar, wie sagen wir, Modell Argentinien. Und die Argentinier, die wursteln seit Jahrzehnten eigentlich an Lösungen herum,
und erreichen das nie und ruinieren damit immer wieder ihre Währung. Ja, jetzt mal sehen, ob der Präsidentschaftskandidat das ändern kann, wer weiß. Also insofern glaube ich, dass wir eher auf diese Richtung gehen. Das heißt, man wird eigentlich die Währung schleichend entwerten. Es kommt dann zu Abwanderungen aus der Währung. Die wird immer unbeliebter. Es bilden sich so Parallelwährungswelten. Argentinien, die nehmen Dollars, die nehmen Bitcoins. Also ich fürchte, dass das unser Schicksal sein wird. Bis dann vielleicht irgendwann, aber das kommt so aus dem Bereich des Unbekannten. Ja. Irgendwie eine Änderung, politische Änderung kommt, wo man sagt, wir müssen dieses Europa anders aufstellen. Wir werden mit den laufenden Problemen nicht mehr fertig. Das ist ja nicht nur die Währung, das sind ja so viele andere Dinge. Wir brauchen eine grundlegende Reform und dann könnte es passieren, aber das sehe ich momentan nicht. Alles klar. Herzlichen Dank, Thomas. Wir sehen, die Zeit um 1923 war auf der einen Seite eine Zeit großer politischer Umbrüche und auf der anderen Seite eben aber auch eine Zeit eines extremen Leidensdrucks. In dieser Zeit war eine Geldreform nötig und auch möglich. Heute haben wir nicht den gleichen Leidensdruck, wir haben auch nicht die gleiche Situation eines politischen Umbruchs und insofern zeichnet sich auch nicht ab, dass wir eine ähnliche Geldreform in nächster Zeit noch einmal sehen. Das heißt aber nicht, dass wir grundsätzliche Probleme nicht hätten. Insofern wird es vielleicht wirklich eine Zeit des Durchwurstelns und eine Zeit des Problemverschleppens. Die Analyse von Thomas Meyer können Sie bei uns auf der Homepage unter www.fvs-ri.com nachlesen. Unter diesem Video in den Kommentaren können Sie gerne Ihre Meinung dazu abgeben. Wie wahrscheinlich sehen Sie eine Währungsreform noch innerhalb Ihrer Lebenszeit? Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.